Vereins- oder Leistungssport. Immer wieder finden sich in unserer Sportlandschaft Trainingsstätten abseits der Standards. Mit dem gewissen Etwas, einem unvergleichlichen Flair, wir stellen einige verborgene Schätze vor. Mich fasziniert zum einen die Unterwasserwelt, auch in unseren heimischen Seen, und zum anderen die Schwerelosigkeit, die wir erleben dürfen, während wir tauchen. Der Tauchplatz ist ein alter Nass-Gasometer im Landschaftspark Duisburg-Nord. Das war früher ein Gasometer, in dem die giftigen Giftgase gesammelt wurden und anschließend wieder abgegeben wurden. Und das Besondere ist halt das Tauchen in einer alten Industriebrache, was eigentlich den Tauchplatz einzigartig macht. Diese Bahn ist sehr historisch. Hier haben schon tolle Wettkämpfe stattgefunden. Die Bahn ist halt schön in der Natur gelegen und die Bahn ist auch sehr nah an der Heimat. Das ist Wermelskirchen. Da sind die Wege halt nicht so weit. Es ist eine spezielle Radrennbahn, 1950 gebaut und immer wieder gut erhalten worden, sodass wir hier noch Steherrennen abhalten können.